Ich begrüße Sie zu unserer DVD Training mit Tradition und zum ersten Teil die Heckemoor. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Kai Wienrich und ich möchte Ihnen, bevor wir beginnen, einen kurzen Abriss meiner Karriere geben, damit Sie verstehen, warum ich diese Begeisterung für diese Zäumung habe. Ich habe mit meinem neunten Lebensjahr angefangen zu reiten und meine ersten Reiterfahrungen waren auf einem Shetland Pony, was primär besondere Fähigkeiten darin hatte, durchzugehen. Da mich von Anfang an als kleiner Junge natürlich Cowboys und Indianer fasziniert haben, habe ich eines Tages aus äh, mehreren Stricken ein Halfter gebastelt, womit ich diesem Pony plötzlich das Durchgehen abgewöhnen konnte. Und fast zeitgleich habe ich in einer Pferdezeitschrift etwas über Westernreiten gelesen und da ganz besonders speziell über die Heckemoor. Von Anfang an, als ich damit in Kontakt gekommen bin, hat mich diese Zäumung fasziniert. Und zwar muss man sagen eigentlich mein ganzes reiterliches Leben lang. Obwohl meine berufliche Karriere sich später mehr auf das Training von Turnierpferden äh, spezialisiert hat, wo die Heckemore eigentlich als Zäumung weniger Bedeutung, immer weniger Bedeutung bekommen hat. Dennoch ist diese Zäumung immer ein Begleiter in meinem reiterlichen Leben gewesen und ich habe heute, wo ich weniger den Turnieren teilnehme, den Luxus, dass ich Pferde in dieser Zäumung fast ausschließlich trainieren kann. Die Erfahrungen, die ich mit dieser Zäumung gemacht habe, basieren auf allgemein zugänglicher Information, wobei ich da sehr in die Tiefe gegangen bin. Ich habe Bücher von Zeitgenossen gelesen, ich habe moderne Informationen über moderne Medien mir angeeignet und habe natürlich in meiner täglichen Praxis viele Dinge umsetzen können. Dabei ist mir aufgefallen, dass was das System dieses Trainings anbelangt, sehr große Diskrepanzen und auch sehr viel Unwissen besteht. Auch viele Definitionen, die man in äh, der Gebrauchsanweisung der Heckemore findet, sind oftmals missverständlich. Und das ist mit ein Grund gewesen, warum ich mich berufen gefühlt habe jetzt diese DVD-Serie zu produzieren. In meiner Karriere ist es so gewesen, dass ich internationale Erfolge gehabt habe in Europa und auch in den USA und ich äh, heute Präsident der NIHA bin und gleichzeitig auch Bundestrainer für die Training-Nationalmannschaft. Nun kann man sich vielleicht fragen, was jemand, der einen solchen Werdegang wie ich hinter sich hat, äh, daran findet in einem Metier tätig zu sein, was doch mit sehr viel verklärter Romantik zu tun hat. Nun, zunächst muss man mal sagen, dass ich weder bei berühmten Persönlichkeiten wie den Dorrens Brüdern am Tisch gesessen habe, noch dass ich mit Ray Hand umhergezogen bin, obwohl mir natürlich diese Leute wie Ihnen sicherlich auch bekannt sind. Ich habe von sehr vielen guten Pferdeleuten gelernt, deren Namen ich aber nicht nennen möchte, weil die Fehler, die ich gemacht habe und sicherlich auch noch machen werde, nicht in Bezug gebracht werden sollen mit diesen Persönlichkeiten. Für das, was ich hier in dieser DVD Ihnen mitteile, stehe ich selbstverständlich nur eigenverantwortlich gerade. Es sind die Dinge, die sich in der Praxis als praktikabel erwiesen haben und ich habe auch viele Dinge ausprobiert können, die sich als weniger praktikabel. Dargestellt haben. Man muss gerechterweise sagen, dass das Hecamore- und Breidel-System genau das ist, was der Name sagt: es ist ein System. Es ist eine logische Abfolge in, einen, in verschiedenen Trainingsschritten und man kann die Hecamore eigentlich nicht isoliert sehen, sondern nur im Kontext mit der Phase der Tourains- und und dem späteren Ziel, das Pferd auf eine Kandara, auf einem sogenannten Spanish Bit, zu reiten. Die Heckemoor isoliert zu sehen, wäre insofern falsch, als dass sie aus dem Kontext herausgenommen worden, werden würde. Dennoch muss man sagen, dass bei Pferden, die in der Trainingsphase sind und sich zum Beispiel äh, als schwierig im Maul erweisen, die Heckemoor sicherlich eine Hilfe darstellt, dem Pferd über diese Schwierigkeiten hinweg zu helfen. Was mit der Heckemore-Reiterei und mit der Vaquero-Reiterei, wo diese Reitweise ja herkommen aus, äh, aus, äh, aus den westlichen Staaten der USA, äh, ist, dass sehr viel Romantik damit einhergeht. Im Studium dieser Reitweise habe ich festgestellt, dass das ein schlüssiges System ist, was aber nicht wirklich als besser eingestuft werden kann als die moderne Reiterei das gute am reiten mit der Heckmoor und an diesem system ist, dass man an prinzipien gebunden ist. das heißt, es gibt keine abkürzung. Ähm, dennoch ist es so, dass diese reiterei oftmals mit sehr viel romantik verklärt wird. Äh, da stellt man sich vor den vaquero, der im abendlich kaliforniens in lektionen der hohe schule über die weidetanz und damit bestenfalls die kühe beeindruckt. Das war sicherlich nicht so. Diese Reitweise stammt aus einer Arbeitsreitweise. Das heißt, die Pferde wurden trainiert, um einen Job zu erledigen. Und das wurde sehr effizient gemacht. Und ich denke, dass aufgrund der Historie, der Tatsache, dass die Zäumung, die Heckemohr als solche aus Spanien kommt, dies dennoch nicht dazu führt, dass man grundsätzlich diese Reitweise. Mit der Doma Vaquera oder dem, was gemeinhin in der Hohen Schule der spanischen Reiterei gezeigt wird, vergleichen kann. Die Hecamo ist ein eigenständiges System. Sie ist sehr praktikabel. Sie bereitet das Pferd äh, auf eine sehr logische Art und Weise vor sich zu tragen, um später mit den Gebissen, die in diesem System angewandt werden, geritten zu werden. Meine Intention bei dieser DVD ist es, Ihnen diesen Weg zu zeigen. Sie eventuell dafür begeistern zu können, mit ihrem Pferd diesen Weg zu gehen. Ich halte es für eine hervorragende Alternative, gerade für den Reiter, der nicht turnierorientiert ist und der sich die Zeit nehmen will, nach den Prinzipien, die, diese Reitweise, die dieser Reitweise zugrunde liegen, zu verfahren. Und würde mich freuen, wenn Sie aus diesem Video viel Information bekommen, denn das ist mir wirklich wichtig, dass Information herüberkommt. Und dass Sie aufgrund des Designs und der schönen Bilder auch Spaß daran haben und Lust auf mehr bekommen. In diesem Sinne möchte ich Sie nun bitten, mich zu begleiten. Lassen Sie uns die Pferde satteln und die Heckemohr knüpfen. Und wir beginnen mit dem ersten Teil. Viel Spaß dabei.